Los. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Farmcraft. Hi. Ah ja, da ist sie. Mal wieder. Ohne Hut. Wo ist dein Hut? Setz den Hut auf. Hallo? Ich habe keine Lust. Okay. Ja. Wir werden heute hier ein bisschen weiterbauen. Also ich wollte jetzt anfangen, mein Haus zu bauen, so ein bisschen. Meine liebe Tochter erntet schon wieder meine ganzen Sachen ab. Und ja, dafür. Du hast Oh alles nein! kaputt gemacht. Du hast alles kaputt gemacht. Ich wollte rechte Maustaste drücken. Es tut mir so leid. Du flaschst alles wieder an. Es tut mir so leid. Ich habe nichts zum Anpflanzen. Musst doch irgendwas im Inventar haben. Nein. Dann habe ich alles im Inventar. Also ich kann auch, ich habe auch keine Gartenhacke, um die Beete wieder ordentlich zu machen. Das ist ein bisschen das Crafting Problem. Table. Habe ein Crafting Table. Ja, da kannst du wieder anpflanzen. Ich werde mein Haus jetzt bauen, so. Rache. Was heißt Rache? Du hast meine ganzen Sachen abgeerntet. Und du hast alle meine Sachen kaputt Ah ja, hier gemacht. fehlen noch ein paar Erdstückchen, die brauche ich noch, okay. So. Und wie weit bist du mit anpflanzen? Hey, sieht schon fast wieder wie neu aus. Sehr gut. Inventar ist aber voll. Ja, vielleicht nicht so clever hier abzubauen. So. Habe noch ein bisschen mehr von deinem Beet abgepflanzt. Ja, ist okay. Das müsste jetzt reichen. Wieso habe ich denn eigentlich ein Bett in meinem Inventar? Was hast du in deinem Inventar? Ein Bett. Weil du meins kaputt gemacht hast. Ah, okay. Dann wieder neu bauen musste. So, die Frage ist, aus welchem Material baut man so ein Haus? Eine schöne Holzhütte oder Keine Ahnung. eher Stein? Ich denke, wir fangen mit Holz mal an. Holz ist immer gut. Davon haben wir auch genug. Für den Rest müssen wir in die Enough. Mine gehen, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ach, in die Mine gehen ist doch immer schön. Kannst ja machen, kannst in die Mine gehen und kannst ein bisschen Zeugs holen. Also ich hole mir Zeug für mich. Vielleicht bleibt was übrig für mich. Hab keinen Bock, in die Mine zu gehen. Hab ein paar Ideen für neue Mods. Erstens eine Rucksack-Mod. Zweitens die Diesel 2-Mod. Drittens irgend so eine Mod, wo man auch Komposteimer erstellen konnte. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ja, die Frage ist, ob sie für die 10.2 überhaupt gibt, die Mods. Stimmt. Diesel 2 gibt's. So, jetzt brauche ich Holz. Habe ich eine Axt dabei? Nee. Ich auch nicht. Aber ich hole jetzt Süßigkeiten. Okay, Mützen. Da ist eine Axt. Merkt man, dass ich erkältet bin? Ein bisschen. Okay. Wer du lügst. Ich lüge doch nicht. Papa. Ja. Sag mir die Wahrheit. Nee, man hört voll, dass du erkältet bist. Wirst du ja selbst hören. Und das. Hast du Nasenspray schon genommen? Ja. Das gute Nasenspray. Hört man, dass ich mein Nasenspray genommen habe? Ja. Wenigstens schon.
Lilly? Ja. Wirkt das Nasenspray schon wenigstens? Ja. Warum fragst du? So, nur so. Papa, sag mir die Wahrheit. Papa, Ja, was denn? will die Ich bin Wahrheit gerade wissen. konzentriert. Was denn für eine Wahrheit? Irgendeine, ich habe keine. Ah, warum du gefragt hast. Weil ich neugierig war. Glaubt jetzt zwar nicht, aber okay. Was wir auf alle Fälle brauchen, sind Tropenbäume irgendwann mal. Wir können ja eine Seereise machen, um Tropenbäume zu finden. Dann brauchen wir aber eine Kartenmod. Das stimmt. Ich installiere die nicht. So. Auf alle Fälle schon mal einige Birkenbretter, damit können wir schon mal ein bisschen was anfangen. Oh, die Sonne geht gleich unter. Ich glaube, die Monster kommen dann auch wieder. Das ist mir egal. Oh, mein einer Baum ist schon gewachsen. Schnell. So, ich glaube, ich fange mir hier hinten an mit der. So, haben wir eigentlich Schwerter oder sowas? Also ich habe ein Eisenschwert. Gott, dafür brauche ich viel Holz hier. Aber zu klein bauen macht ja auch keinen Spaß. Dann hol dir Akazienholz, das ist das. Wieso bei Akazienholz kriegt man da mehr Holz raus oder was? Ja, aber ich finde, dass das hübsch ist. Ja, aber Birk ist auch wieder so schön hell, weißt du? Ja, also ich meine nur, weil aus Akazienholz haben wir ja auch den Rest gebaut. So, ich kann mir vorstellen, dass gleich die Monster hier auftauchen. Lebe unter der Erde hier mein unbeschwertes Leben. Ah, das ist ja cool. Wenn man die Blätter nicht aberntet von einem Baum, den man gefällt hat, dann verwelken die jetzt nach einer Zeit, ne? Aber die droppen dann auch noch so Setzlinge. Ja. Wusste ich nicht, Entschuldigung. Das nicht. Das ist das Minecraft 1x1. Papa muss das 1x1 von Minecraft noch lernen. Genau. Creeper, Zombies, Hilfe! Das 1x1 ist schlafen. So, ich liege. Schläfst du da auch? Ja, jetzt schlafe ich doch. Und morgen früh, also morgen im Spiel, mache ich mein Buffet dabei. Okay. Da brennen sie, yay. Ach, die Armen. Was glaubst du, wenn du brennst, bei Tag kommt? Oh, diese kleinen Mini-Typen, ey, wieso brennen die nicht? Weil es Baby-Zombies sind. Ja, und? Ich habe noch ein paar Kerzen, die könnte ich hier bei mir statt Fackeln aufstellen. Aber sie leuchten nicht. Und wieso brennen Creeper nicht? Okay, du musst das 1x1 von Minecraft lernen. Wieso denn nur? Ich dachte, ich Weil du bin es doch. nicht, weil du es nicht kannst. Klar kann ich das. Ich bin voll gut. Nein, du weißt nicht mal, warum Creeper beim Tageslicht nicht brennen. Ja, und wieso brennen sie nicht?
Weißt du es? Hm? Ja, weil sie Creeper sind. Ja, weil Creeper nicht tot sind. Tote brennen bei Tageslicht, das weiß jeder, aber Creeper ist kein Untoter. Also kann er auch nicht bei Tageslicht brennen. Erklärung genug. Ja, total super. Ja, die war auch total super. So. Und ich habe einen Gang von draußen in meine Wohnung. So, hast du wieder ein paar Birken gepflanzt hier? Das sind keine Birken. Was sind das denn? Das sind irgendwelche. Warte mal, bitte nicht abbauen. Oh, hier sind Tropenbäume. Was? Wo? Papa, nein, aber das sind, warte mal. Muss mal kurz. Das sind Limonsetzlinge. Wir haben Tropenbaumholz als Stamm. Echt? Ja. Wie cool. Du wirst aber nicht meine Bäume zerstören. Weil was ein bisschen nervt bei diesen Birkenbäumen, dass die bloß ganz kurze Stämme haben. Das ist bei Tropenholz irgendwie viel cooler. Meine Axt ist gleich kaputt. Dann gib sie mir, damit ich sie ganz kaputt machen kann. Sie ist kaputt. Ja, noch einen Granatapfelbaumsetzling. Guck, hier überall sind meine kleinen Bäumchen. Die ich nachher fällen kann. Wie schön. Nein. Ja, was denn? Ich stehe voll im Weg rum. Das sind aber meine Bäume. Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Ich habe jetzt schon zwei Birkenbaumsetzlinge bekommen. Weil hier anscheinend jemand mit Birkenbaumsetzlingen um. Möchtest du eine Schokoladenerdbeere? Oh, das ist ja wieder lecker, klar. Habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Als Baum oder normal als? Ein Schokoladenerdbeerenbaum. Warum nicht? Wer kennt Nein. Nicht? Den gibt's als Schokoladenerdbeere. Sehr lustig. Dann schmeiß mal her. Du hast die schöne Natur kaputt gemacht. Was? Das war ja schon voll das Tal. Popcorn. Kaffee. Boah, ich brauch Bäume, ich brauch Bäume. Und ich brauch eine Axt erstmal. Und ich habe hier eher einen Block entfernt, der im Weg rumstand. Nein, stopp, ich kenne einen schnelleren Weg. Komm mit mir. Stopp. Warte doch mal. Follow me. Boah, ist das gruselig. Geil. Toll. Jetzt kommt man hier so rein. Oh, ich habe Eis. Vanilleeis. So, ich habe eine Axt. Wie komme ich wieder raus? Seitentor. Entweder indem du den verwinkelt hier. Und gefällt's hier. Wir haben keine Birkenbäume mehr in der Nähe. Aber okay. Wir haben neu. Dann jag Skelette. Oder irgendwas, was der Knochen. Das ist eine gute Idee. Doch, Papa, komm mal kurz her. Komm zu deinem Haus.
Dann zeige ich dir, wo Birkenbäume sind. Aber bitte nicht die um dein Haus herumfällen, das wäre dann blöd. Der Oh, dann Carlos. wir haben doch noch Birkenbäume. Dann komm mal kurz mit. Ich komme mit. So, dann springen wir mal auf diesen Baum und sag mir, was verstehst und sag mir, das verstehst du unter, wir haben keine Birkenbäume mehr. Gehst jetzt nach irgendwo da hinten, wo ich dich jetzt hinschubse. Nicht schubsen, dann bin ich tot. So. Du bist nicht danach tot. Hast du deine Schokoladenerdbeere gegessen? Nein. Aber ich esse Kaki-Marmelade. Gibt's vielleicht irgendwie eine Holzfäller-Mod, wo man nur einmal auf den Baum hauen muss und der ganze Baum ist Nein. abgefällt? Ja, es gibt Vein-Miner. Aber ob das auch bei der Axt funktioniert, weiß ich nicht. Super, Hühnchen. Du hast mir sehr leckere Sachen mitgebracht. Weiß, was ich in der Mine holen muss. Nur für mich. Nicht. Wenn du Diamant kriegen könntest, wäre super, ich könnte den Diamantaxt bauen. Aber meins. Und meine Diamanten. Weißt du, was ich mir draus baue? Eine goldene Diamantpfanne, die ich meinem Vater auf den Kopf schlagen kann. Boah. Ziemlich hart, oder? Wahrscheinlich. Brauchst mir schön eine Axt da draus, ne? Nö. Vielleicht baue ich mir auch eine Spitzhacke. Echt jetzt? Ich habe nur Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das ist ein cooles Lied. Über Kohle. Geht so. Es ist cool. Wäre jetzt nicht genervt, weil ich die Diamanten für mich behalten werde. Wie ist es, wenn du stirbst, droppst du dir dann die Diamanten? Willst du mich töten? Ich frag ja nur. Ja. Außer ich schmeiß sie vorher in Lava. Wenn ich kurz davor bin zu sterben, schmeiß ich dir Diamanten schnell in die Lava. Ja, nix. Ein Creeper in mein Haus! Mein Haus! Hilfe! Mein Was Haus ist los? kaputt. Ein Creeper hat mein Haus kaputt Oh. gemacht. Wieso ist denn Creeper in deinem Haus eigentlich drin? Den Creeper! Hast du ja keine Fackeln gebaut, hm? Deswegen brauchte ich ja auch Kohle. Was glaubst du, warum ich in die Mine gegangen bin? Warum? Weil ich Kohle brauchte. Aber der Creeper. Warte mal, ich muss. Ich hätte der Creeper nichts kaputt machen dürfen. Immerhin kenne ich ja das Minecraft einmal eins anders als mein Papa. Und das wäre? Wenn Creeper im Wasser sind, machen sie eigentlich nichts kaputt. Wahrscheinlich ist er noch schnell an Land gesprungen. Meine schöne Fackel hat er dabei auch zerstört. Wo ist jetzt mein Tunnel? Es wird schon wieder dunkel. Dann schnell hier alles ausleuchten. Hier das zubauen. Fackeln. So, jetzt kann ich alles bei mir ausleuchten. Egal, was Papa sagt, mein Haus ist. Immerhin ist mein Haus. Kann man in meinem Haus schon gehen, ohne dass man Angst haben muss? Dein Haus ist ja noch nicht mal fertig. Ja, aber irgendwann wird's fertig. Irgendwann ist aber nicht jetzt. Und in der Zeit kann ich Popcorn essen. Und
Coffee. So, ich glaube, morgen kriege ich das Ding fertig. So, eine Runde schlafen. Gleich. So, sag, wenn du fertig bist. Jetzt. Guck, ich habe schon den Erfolg, fang an zu ackern. Du hast den. Was ist das für ein Erfolg? Sag ich dir nicht. Naja, sonst ein bisschen. Finde ich schon noch selbst raus. Hast deinen Frühlingssalat noch nicht gegessen. Papa, man isst deinen Salat immer auf. Bäh, Salat. Das geht aber jetzt wirklich nicht. Komm her und ess deinen Salat. Wo bist du? Ein Schaf. Töten kann. Vielleicht kann es auch scheren. Komm, netter Creeper! So. Na, schon wieder das Haus zerlegt. Wenn dann dein Haus. Ey. Hier sind zwei Creeper bei deinem Ja, Haus. dann lock sie weg und töte so. Oder ich lasse sie explodieren und baue dann ein bisschen was. Guck dir mal dein Haus an. Das baust du schön wieder auf, wenn es kaputt ist. Nicht kaputt. Verspreche ich dir. Außer du siehst es als kaputt an, aber ich nicht. Ein Kürbis! Ich kann eine Kürbisfarm starten. Hier sind ganz viele Büsche mit leckerem Essen drin. Boah, wieso ist denn dieses Holz darin gebaut? Das sah sehr hässlich aus. Deswegen habe ich gelacht. Ich habe ein Teeblatt. Schneeball-Teeblatt, Himbeereistee, schwarzer Pfefferscheid. Ich weiß schon, was ich jetzt nächstes mache. Wer hat hier den armen Baum ramponiert? Ich finde es toll, dass hier Bäume stehen. Oh, hier ist Ja, noch ein hier wachsen die auch wieder Dschungelbaum. nach. Welche gepflanzt wieder? Heute ist ein besonderer Tag. Vergrößere mein Beet. So, sehr gut, sehr gut. Mindestens. Ich denke aber, das war es Mindestens. auch schon wieder für heute. Bis. Ja. Mann. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Etwas so Wichtiges, dass du es mir nie glauben wirst. Aber das muss ich noch schnell machen. Wir brauchen mal echt ein Pferd oder sowas. Irgendwas, was schnell läuft.
So, Verabschiedung. Gleich, ich bin gerade bei unserer Höhle, wo der Kuchen ist. Wer du hättest dir. Okay, ich habe alles um ein leckeres Baguette. Kannst ja schon mal verabschieden. Ja. Verabschieden. Sofort. Ich möchte übrigens auch mal streamen. Du Wann willst was? machen wir das? Ja. Wann machen wir das? Mal gucken. Ich mache dir noch ein schönes Geschenk. Wünsche das gelbe rote Beet. So, aber schenk mir was und danach. Gleich. Oh, ein Kuchen, wie lecker. Extra mit Dirt. Alles klar. So, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.